Hallo und herzlich willkommen auf Pflanzkunde TV. Ja, wie ihr seht, bin gerade zu Hause angekommen mit den frischen Brennnesseln. Ja, und wie versprochen, ich werde euch gleich mal zeigen, was uns hier für einen schönen Drink fertig zaubern. Ja, der Mixer steht parat. Ich bereite hier nochmal ganz kurz hier was vor. Gute rote Beete. Repariert der Bekannte, der alles, was im Körper falsch läuft. Die darf natürlich nicht fehlen. So, und dann immer noch ein bisschen Ingwer. Wer mag, kann das ja alles noch schälen. Dann entsaftet das jetzt alles ein bisschen, von daher können wir uns das echt sparen. So, die gute Brennnessel. Eine gute Dröhnung. Für einen einzelnen Drink würde ich jetzt hier in der Form eine etwas kleinere rote Beete empfehlen. Nicht ganz so viel Ingwer und einfach 100 Gramm Brennnessel. So, ich mache jetzt mal ein bisschen Wasser mal hier rauf. So, wer hat und kann, der nimmt natürlich kleinen Angel Juicer, und wenn gar nicht anders ein Hochleistungsmixer, den braucht auf jeden Fall. So, wie ihr seht, eine schöne Ausbeute haben wir jetzt hier schon. Ja, wer mag, kann das hier alles noch durch den Jutebeutel jagen zur Not, zum wirklich alle draußen hier an Saft. Und sonst noch mal ein bisschen hinter für die Rabotten machen. So, jetzt kommt alles zurück im Mixer. So, jetzt schwimmen wir natürlich ein bisschen aus. Wir wälschen hier das ganze Schaum hier. Daran erkennt er schon, dass er sehr auch viel Eiweiß mit bei ist. Die Banane hier verleitet natürlich alles noch ein bisschen Geschmack. So, jetzt kommt eigentlich der beste Part noch. Im Grunde genommen haben wir den Saft schon fertig. Aber ganz so reicht das natürlich nur lange nicht. Ja, bei der Menge an Brennnessel, da wisst ihr ja natürlich, schaut euch das Nährstoffprofil an. Bei 100 Gramm habt ihr jetzt hier eigentlich schon alle drin, was ihr grundlegend braucht. Fehlt eigentlich kaum was. Ja, jetzt haben wir hier noch einen schönen Löffel Schwefel, gut gegen Entzündung im Körper. Dann gönnen wir uns hier natürlich jetzt noch schöne Acerola. Dann machen wir hier einfach noch 10 gute Teelöffel ran, ca. 6 Gramm. Und wie gesagt, mindestens 20% habt ihr hier schon reine Vitamin C on top noch. Ja, L-Arginin braucht man natürlich auch. Zitrullin, ganz schöne Sache. Da machen wir jetzt 3 Kapseln drin. Braucht doch keine Angst, am Überdosieren könnt ihr das gute Zeug nehmen. Es sei denn, ihr haut euch hier die Packung hinter. Das macht ja kein Mensch. So, jetzt kommt natürlich noch eine ganz fantastische Sache ran. Hier seht ihr schöne Gletschermilch, das ist ein Gotthard-Massiv. Kleiner Hinweis noch, also verwendet auf gar keinen Fall einen metallischen Löffel, ihr müsst da immer Kunststofflöffel nehmen.
oder Bambus oder was auch immer, aber auf gar keinen Fall Metall. Und hier habt ihr auf jeden Fall komplett alle Mineralstoffe, die überhaupt Periodensystem abbildet. Könnt ihr euch erinnern, was ihr wollt. Also hier kommt der vom vegane Schrank. Ja, das war dann auch schon. Mehr brauchen wir nicht. Wie gesagt, die ganzen Inhaltsstoffe, dann lege ich euch alle irgendwie hier hin. Ihr werdet da wirklich Bauchklötzer staunen, wie wertig das Ding ist. Egal, was ihr euch so an Nahrung holen würdet, da könnt ihr euch Kopf stellen. Gibt es in der Form nicht. Und deswegen empfehle ich wahrscheinlich. Ja, das war doch schon. Ihr seht, der Drink ist jetzt fertig. Ja, ihr könnt ja auch mal einen Kommentar da lassen, was ihr euch so alles so schön drin haut, um euer Immunsystem zu stärken. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wenn ihr noch irgendwas Schönes im Petto habt, was das hier natürlich im Idealfall um Welten toppt, da bin ich euch natürlich unglaublich dankbar für. Ja, ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch für das Einschalten. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und ja, lasst es euch gut gehen und bleibt gesund.